Sehr lieben, ich grüße euch. Heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ne, wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Dann tue ich das einfach. Und für dich, ja, den vielleicht der Zufall jetzt dieses Video ja, vorbeigebracht hat. Ich bin Steffi. Ich bin hier, um dir Impulse zu geben. Ich bin hier, um dir ja, zu sagen, dass du eventuell zu den Menschen gehörst, die sehr feinfühlig sind, die schon sehr viel wahrnehmen, die sich im Endeffekt in ihrer Kindheit schon gefragt haben, ob sie auf dem falschen Planeten sind, die sich im Endeffekt in ihre Arbeit gestürzt haben, ja, und hier gemacht haben und geschuftet haben und ja, und haben dann irgendwann mal festgestellt, dass das doch nicht die Erfüllung ist. Und ja, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die momentan ganz viel grübeln, bei denen momentan ganz viel aufbricht, die momentan Herzprobleme haben, Atemprobleme, Sprachprobleme, Tinnitus, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Egal, was momentan dein Körper an Symptomen zeigt, es darf derzeit alles so sein, wie es ist. Das, was du derzeit erlebst, das ist ein riesengroßer Bewusstseinswandel. Das ist ein absoluter Wandel, der gerade hier in unserer Welt stattfindet. Ja? Und dieser Wandel, der geht schon eine gewisse Zeit. Und du hast mit Sicherheit auch schon vor einer gewissen Zeit gewisse Symptome gehabt. Ja? Und bist trotzdem immer weiter arbeiten gegangen, hast dich weiter abgelenkt von dir. Und jetzt bist du vielleicht in einer Situation, wo du spürst, all das, dein Weltbild bricht gerade zusammen. Und ja, aus dem Grund kann ich dir nur sagen, vielleicht lauschst du einfach weiterhin. Ja, vielleicht fühlst du einfach mal rein, ja, was ich hier fließen lasse, was ich hier im Prinzip durch mich weitergebe. Ja, weil Fakt ist eins, wir sind wesentlich mehr. Wir sind wesentlich mehr, als wie uns immer gesagt wurde. In uns drinne ist so eine enorme Kraft, so eine enorme Stärke und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass das alles rausbricht. Das, so wie du dich fühlst, ist ein riesengroßer Schattenanteil in dir drinne. Das ist ein riesengroßer Aspekt, den du lange verschüttet hast. Ja, das ist ein Anteil auch von Konditionierungen, Programmierungen, falschen Glaubenssätzen aus deiner Kindheit. Und das ist das, was jetzt durch die Energien im Außen zum Ausbruch kommt. Das ist das, was jetzt hochkommt. Das ist das, was dich so fühlen lässt, wie du dich momentan fühlst. Und wenn du mit meinen Worten noch nicht ganz in Resonanz gehst, weil das für dich völlig neu ist, dann ja, lass es einfach wirken. Lass es einfach wirken. Versuch deinen Verstand einfach mal ein bisschen beiseite zu schieben und hör einfach mal hin. Hör ganz einfach hin, ja, was hier jetzt aus meinem Mund rauskommt, ja, was dich vielleicht irgendwo in einer gewissen Art und Weise triggert, erinnert, etwas erkennen lässt und ja, lass dir sagen, dass wir in einer wundervollen Zeit sind. Wir sind in einer absoluten Zeit der Veränderung. Ja, du siehst das im Außen. Du siehst im Außen, was jetzt gerade abgeht. Du siehst, dass so viel am Umbruch ist, am Aufbruch ist. Du wirst das merken in deiner Familie, im Freundeskreis, auf Arbeit. Guck dir die Menschen an. Die Menschen sind traurig, die Menschen, die sind leer, die Menschen sind verbittert. Den meisten fehlt das Lachen, die Freude. Die meisten lenken sich ab durch irgendwas im Außen, ja, irgendeinen Urlaub, irgendeine Party, Alkohol, Drogen, falsche Freunde. Aber diese Zeiten, ja, diese falschen Zeiten, ja, dieses Übergestülpte, dieses, boah, was nicht zu dir passt, das ist jetzt. Das bricht jetzt alles nach und nach weg. Es öffnet sich immer mehr, ja, in dir drinnen. Ja. Es öffnet sich gerade so viel bei so vielen Menschen und das macht auch natürlich einen gewissen Unmut und es ist gut so.
Es ist richtig gut so, ja, dass wirklich auch jetzt die Überzahl der Menschen erkennt, dass sie gewisse Dinge nicht mehr möchten, dass ihnen gewisse Dinge nicht mehr gut tun, ja, dass die Menschen wirklich erkennen, dass sie in ihre Eigenverantwortung gehen müssen. Ja. Jeder Einzelne von uns muss in die Eigenverantwortung. Und das, was ich hier tue, ja, das tue ich aus tiefstem Herzen. Das tue ich aus dem Grund, weil ich selber jahrelang in diesem Hamsterrad gesteckt habe. Weil ich selber jahrelang vor mir selber weggerannt bin, weil ich nicht reinschauen wollte. Weil ich in mir drinne Emotionen hatte, Traumata, falsche Glaubenssätze, die hochgekommen sind. Und wo ich nicht hinschauen wollte. Aber Fakt ist eins, auf kurz oder lang ist jeder dran und von daher, ja, egal wie es dir derzeit geht, es darf alles so sein. All das, was du jetzt hast, wie du dich fühlst, egal ob das Positive oder das Negative, all das hast du selber irgendwann in dein Leben manifestiert durch deine Gedanken. All das, ja, hast du irgendwann ins Feld gebracht als deine Ursache. Und jetzt erhältst du die Wirkung. Wenn du dein Leben lang nur arbeiten warst, ja, weil du dein Haus bezahlen musstest, dein Auto, deine Familie versorgen musstest, wenn du all das getan hast, dann würde jetzt dein Körper zeigen, hey, lass mal, das tut dir nicht gut. Du hast dich zu sehr verausgabt. Du hast zu sehr gegeben, gegeben, gegeben. Ja, gerade dieses Geben ist die männliche Energie, die bei den meisten von uns überwiegt. Ja, dieses Machen, dieses Tun, ja, dieses ich muss. Aber jetzt ist es an der Zeit, auch mal ein bisschen was zu empfangen. Jetzt ist es an der Zeit, sich einfach auch mal zurückzunehmen. Und einfach mal die weibliche Energie in dir zum Leben zu erwecken. Dieses bedingungslose Hingeben. Diese bedingungslose Hingabe von all dem, was ist und vor allem auch von dem, was jetzt gerade hier einströmt, an Energien. Und wenn du noch nicht weißt, was es mit dem Wort Energien auf sich hat, dann wir alle sind Schwingungswesen. Wir alle, jeder von uns, ist pure Energie. Jede Zelle in deinem Körper ist eine reinste Energiezelle. Und so wie du schwingst, so wie du in deiner Emotion bist, ja, egal ob ganz weit unten, durch Wut, Trauer, Schmerz, Scham, kannst du auch ganz oben schwingen mit Freude, Liebe, Glückseligkeit, Frieden in dir. Du entscheidest in jedem Moment, was du aussendest. Und das, was du aussendest, das wirst du empfangen. Das ist das, was wir immer mehr verstehen dürfen, auch in Zukunft, in den nächsten Jahren. Wir dürfen immer mehr verstehen, dass wir wesentlich mehr sind als nur dieser Körper. Ja. Wir sind wesentlich mehr und wir haben in uns drin unendlich viele Gaben, Fähigkeiten und unendlich viel Liebe. Ja, du hast richtig gehört, hier in dir drin. Da ist so ein riesengroßer Schatz, da ist so viel Liebe drin. Und ja, du hast einfach nur vergessen. Du hast einfach nur vergessen, wie es ist, sich selbst zu lieben, sich selber wertzuschätzen. Sich richtig wahrzunehmen, sich im Spiegel anzugucken und zu sagen, hey, du bist so toll. Ja, egal, was du in deinem Leben getan hast, gemacht hast, du bist toll, du bist wundervoll, du bist liebenswert. Kannst du das zu dir sagen? Kannst du das zu dir sagen? Ich konnte es jahrelang nicht zu mir sagen. Ich habe jahrelang in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist das? Kenne ich nicht, kann ich nicht lieben. Obwohl ich immer dachte, ich gebe nach außen Liebe. Ja, die Menschen, die haben das immer empfunden als, hey Steffi, du gibst so viel Liebe, du bist so großzügig, du bist immer für alle da. Ja, so haben mich andere wahrgenommen.
Ich selber habe mich aber nicht so wahrgenommen. Ich selber habe mich leer gefühlt, einsam gefühlt, verlassen gefühlt, obwohl ich gegeben habe, obwohl ich immer Ja gesagt habe, obwohl ich versucht habe, immer jeden zu unterstützen, aber das Wesentliche hat gefehlt. Ja. Die Liebe zu mir selbst. Die Liebe zu mir selbst. Die Selbstannahme. Das Selbstakzeptieren. Das ist das, was mir gefehlt hat. Und das, was wir jetzt da draußen haben, das, was wir jetzt da draußen erleben und wahrnehmen, ist die fehlende Selbstliebe der Menschen. Die Menschen stecken so in ihrer Angst, so in ihrer Sorge, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich zu lieben, sich anzunehmen. Dadurch, dass sie in der Angst stecken, sind sie so manipulierbar, so steuerbar durch all das Ganze. Und es ist ganz wichtig für jeden Einzelnen, ja, für dich, für deine Mitmenschen, für mich, nicht nur in die Liebe zu kommen, sondern auch in dieser Liebe zu bleiben. Es ist ganz wichtig, in jedem Moment wirklich auch zu spüren, hey, ich bin so liebenswert, ich bin so wundervoll, ich bin hier und kann etwas bewirken, alleine nur durch mein Sein. Dadurch, dass ich hier bin, dadurch, dass ich ein Vorbild für andere Menschen bin, das ist das, was hier fehlt in dieser Welt. Jeder macht nur noch seinen Scheiß. Jeder guckt nur noch auf sich. Jeder guckt nur noch, wie komme ich zurecht? Wie komme ich mit dem Arsch an der Wand? Ja, das ist so dieses typische Ego. Deswegen habe ich auch mal jetzt diese Worte verwendet. Ja. Hauptsache ich. Aber Fakt ist eins. Hier bei all dem, gerade dieser riesengroße Bewusstseinswandel, da geht es um das Kollektiv. Es geht um die Menschen. Es geht um jeden Einzelnen. Es geht darum, dass jeder Einzelne mitgenommen wird, egal wo er gerade steht. Es geht darum, dass jeder für sich die Liebe zu neuem Leben erweckt und dadurch seine Mitmenschen ansteckt und flutet durch die Liebe in sich selbst. Und es ist eine wundervolle Zeit. Es ist eine ganz wundervolle Zeit. Und wenn du dich jetzt so fragst, ja, wie erreiche ich das? Wie kann ich das machen? Wie komme ich in meine Liebe? Ja. Du kommst in deine Liebe, indem du erstmal in dein Bewusstsein kommst. Indem du erstmal von deinem Unterbewusstsein weggehst, von deinen ganzen Konditionierungen, Programmierungen, Fehlprägungen, Glaubenssätzen. Ja? Gerade unsere Glaubenssätze. Du kannst das nicht. Du bist nicht gut. Du bist nicht liebenswert. Du bist nicht gewollt. Geh weg, du störst. Geh weg, du nervst. Das sind zum Beispiel alles solche Glaubenssätze, die dir deine Selbstliebe genommen haben über die Jahre. Und es ist ganz einfach, wieder zu sich zu finden. Indem du anfängst, einfach auch die Zeit in dich zu investieren. Indem du anfängst, wirklich auch zu dir zu kommen. In die Ruhe zu gehen. In die Stille zu gehen. Dir zu lauschen. Was möchtest du? Gerade jetzt in der Zeit, wo viele Menschen da draußen rumirren, im Widerstand sind mit sich selbst, wo viele Menschen irgendjemanden hinterherlaufen in der Hoffnung, er könnte sie retten. Gerade dann ist es umso wichtiger, dass du einfach mal hier in dich einkehrst. Dass du einfach mal zur Ruhe kommst und erst mal guckst, wer bist du? Und was willst du wirklich? Willst du das Leben, was du bis jetzt gelebt hast, getreu dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier, oder möchtest du ein neues Leben? Ein Leben in Freiheit, in Selbstbestimmung, in Freude, in Liebe, ja, in Tatkraft, indem du etwas tust, was dir Freude macht. Nicht indem du etwas tust, weil du es musst, damit du deine Rechnung bezahlst, nee, damit du etwas tust, was dir Freude macht. Die Welt befindet sich gerade in einem enormen Wandel. Und das, was hier läuft, das ist alles ein Prozess. Ja, das geht die nächsten Jahre noch. Ja, das ist
Manche denken immer, wir sind ja in 2, 3 Monaten durch. Nee, das ist, wir sind hier mittendrin, ja. Wir sind hier mittendrin und es strukturiert sich gerade alles um. Ja. Und das, was du hier siehst, so wie es dir geht, so wie es den Menschen um dich herum geht, das ist einfach nur diese, ja, diese Umstrukturierung, erstmal so dieses Rütteln, ja, erstmal so dieses Zusammenbrechen, dieser Einsturz, damit wir gemeinsam etwas Neues entstehen lassen können. Unsere Zukunft, unsere Welt wird was ganz Wundervolles. Und wenn du vielleicht zu denjenigen gehörst, ja, die noch sagen, der kommt nicht mit, die kommen nicht mit, die haben einen Pieks gekriegt, ja, dann hast du unsere neue Welt nicht verstanden. Unsere neue Welt bedeutet, dass jeder beginnt, in sich zu heilen. Unsere neue Welt bedeutet, dass jeder, der in sich geheilt ist und zu sich gefunden hat und die Liebe in sich zu einem Leben erweckt hat, dass er als Vorbild dient, um die Menschen, die jetzt noch in ihrer Dunkelheit stecken, mitzunehmen. Um diese Menschen zu begleiten auf ihrem Prozess. Wir müssen verstehen, dass alles mit allem verbunden ist. Wir gehören alle zusammen. Jeder hier hat seine eigene Bewusstseinsstufe. Jeder hat ja eine andere Sicht auf die Dinge, aufgrund von seinen Erfahrungen, Programmierungen, Konditionierungen. Aber Fakt ist eins, wir haben alle die gleichen Chancen. Wir können uns alle selber entscheiden, wo geht der Weg hin? Was möchte ich? Und ich bin hier, um die Liebe und das Licht, was in mir drin ist, raus in die Welt zu bringen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen mitzunehmen, die auch in das Licht gehen wollen, die auch die Freude spüren wollen, die auch wieder eigenständig werden möchten. Dafür bin ich hier. Und falls dich interessiert, was mich auf meinem Weg unterstützt hat, dann kannst du gerne mal unter dem Video gucken. Ja, kannst mich gerne bei Telegram besuchen. Du kannst dich gerne inspirieren lassen, was die Medizin der neuen Zeit ist. Was die Medizin der neuen Zeit mit den Menschen macht. Wie sie die Menschen unterstützen kann, wieder in ihre Selbstheilungskräfte zu kommen. Und ja, informier dich einfach. Wir befinden uns in einer Zeit, wo nichts mehr mit einem Silbertablett serviert wird. Wir befinden uns in einer Zeit, wo es wichtig ist, dass jeder für sich die Eigenverantwortung übernimmt. Dass jeder wirklich auch auf seine Seele hört und spürt, was will meine Seele? Was tut ihr gut? Wo möchte sie hin? Was investiere ich in mich selbst, um nach vorne zu kommen? Das ist die Zeit, die wir jetzt haben. Und wenn du dich noch müde fühlst, wenn du dich noch schlapp fühlst, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du viel grübeln musst, wenn du körperliche Symptome hast, dann ja, schau gerne mal unter dem Video. Ja, da sind einige Links dabei. Und lass dich inspirieren. Lass dich inspirieren von der Möglichkeit für unsere neue Zeit, die hier die nächsten Jahre einen enormen Wandel mit sich bringt. Und ja, es ist einfach wundervoll. Und ich weiß, dass viele Seelen, die dieses Geschenk aus dem Universum schon kennen, diesen Mehrwert schon erkannt haben. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, aufgrund von den Erfahrungen, die sie mit den Menschen um sich herum machen. Und das, was hier entsteht, das, was ich hier auch empfehle, ja, Lovey Lights, was nichts weiter wie Liebe und Licht bedeutet, das ist das, was, das wird einen enormen Wandel in der Menschheit bewirken. Einen enormen Bewusstseinswandel, einen enormen Selbstheilungswandel und ja, die Heilung. Was braucht die Welt am nötigsten? Heilung, Frieden. Und erst wenn du in dir selber heilst, erst wenn du wieder in dein Bewusstsein kommst, du die Möglichkeit hast, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, du in deiner Liebe bist,
in deinen inneren Frieden, in deine Harmonie, in deine Ordnung, dann bekommen wir auch im Außen die Harmonie, die Ordnung und den Frieden. Und dafür bin ich hier. Dafür bin ich angetreten, dafür bin ich mutig und es ist mir völlig egal, was hier irgendjemand über mich denkt. Es ist mir völlig egal, ob mich jemand als verrückt bezeichnet, weil Fakt ist eins, ja. Ich hatte es schon mal gesagt, du bist genauso verrückt. Du bist abgerückt von deinem Ursprung. Du bist abgerückt von deiner Göttlichkeit, die du in dir drin hast. Diese Macht, diese Stärke, ja, diese Manifestationsfähigkeit, die in uns allen steckt. Aus dem Grund, bewerte mich nicht, urteile nicht über mich. Ja. Du kannst über mich schmunzeln, ja, ich kann auch manchmal witzig sein, aber Fakt ist eins, ja. Du bist genauso verrückt wie ich. Und dafür liebe ich dich jetzt schon. Weil nur wenn du das erkennst, wie verrückt du bist, wie weit du abgerückt bist von deiner Quelle, von dem höchsten Bewusstsein, erst dann wirst du wahrlich eine Veränderung hervorrufen. Ich danke dir, dass du verrückt bist. Ich danke dir für deine Zeit und jo, es fetzt. Es ist einfach nur wundervoll und ja, danke, dass du hier bist. Danke, danke, danke. Ciao.